Herzlich willkommen zu diesem TRX-Workout, ganz speziell für Läufer. Wir ziehen uns den Slingtrainer so, dass die Rollen knapp oberhalb vom Knie sind. Wir trainieren zu Beginn im Stehen. Es geht auch gleich los. Dreh dich mit dem Rücken zum Anker und leg die Hände an die Schlaufen. Wir laufen in den Fersen auf und ab und nehmen die Arme mit, tief und hoch. Lass uns die Arme, die Schultern und unsere Beine aufwärmen. Stell dich so hin, dass ein Fuß vorne ist und du neigst dich nach vorne. Der Vorderfuß ist gestreckt. Hinteres Knie wird leicht gebeugt. Zieh die Arme nach außen und neige dich dem Boden entgegen. Wir dehnen unsere Beinrückseite und den Po. Ein Bein gestreckt, das andere Knie ist leicht angewinkelt. Step nach vorne in den Ausfallschritt. Großer Schritt und dann hinteres Knie beugen. Wenn du nach hinten kommst, drück dich zurück mit ein bisschen Kraft am Slingtrainer. Also Hände etwas kraftvoll in den Sling hineindrücken. Push zurück. Achte immer darauf, dass dein vorderes Knie über der Ferse bleibt und sich nicht zu weit nach vorne schiebt. Langsam lösen. Roll out. Füße leicht geöffnet, Hände gehen an die Rollen. Du gleitest nach vorne und nach hinten, hast den ganzen Körper in einer schönen, langen, gespannten Linie. Einatmen, du gleitest nach vorne. Ausatmen, komme zurück. Bauch super gut anspannen, vor allen Dingen, wenn du dazu neigst, ein Hohlkreuz zu machen. Letztes Mal der Rollout. Dreh dich dann um. Wir machen einen großen Sidestep. Also, lass die Zehen leicht nach außen schauen. Sidestep und dann Füße wieder zueinander bringen. Setz dich beim Sidestep so weit nach hinten ab wie möglich. Also wieder aufpassen, dass dein Po nach hinten geht und dein Knie eher über der Ferse bleibt. Also schön den Po nach hinten schieben. Bleibe in der Mitte. Und gleite nach vorne. Hände sind auf den Rollen. Du ziehst ein Bein nach hinten. Dein Oberkörper kommt dem Boden entgegen. Alles gut in die Standwaage ziehen. Wir bauen an die Übung an. Zieh dein Knie vorne hoch. Also Standwaage. Und Knie vorne hoch. Und
Füße wieder abstellen und jetzt gehst du mit dem rechten Fuß nach vorne auf die Ferse. Setz dich nach hinten in eine schöne Kniebeuge. Die Arme nehmen wir mit, strecken und beugen. Wechsel auf den anderen Fuß, Ferse aufsetzen. Lass auch hier wieder den Rücken schön gerade, wenn du dich nach vorne neigst. Letztes Mal und dann bleibe oben und finde einen guten Halt. Nimm ein Bein nach vorne und häng dich etwas aus. Ferse ranziehen. Andere Seite, nimm den zweiten Fuß nach vorne. Schiebe deinen Po nach hinten, häng den Rücken schön aus. Zehenspitzen hochziehen, dein Fuß ist geflext. Langsam nach oben kommen, die Schultern auslockern. Wir gehen auf die Matte, also leg dir deine Matte an den TRX. Wir müssen den Slingtrainer noch etwas anpassen, also zieh ihn etwas nach unten, sodass die Rollen knapp unterhalb deiner Knie sind, wenn du daneben stehst. Und wir kommen in den Seitstütz, unser oberes Bein hängt sich in die vordere Schlaufe ein, das untere Bein in die hintere Schlaufe. Bring den Slingtrainer auf eine Höhe, sodass die Füße aneinander sind, also genau in einer Linie hintereinander. Dann heb deine Hüfte nach oben an. Zieh gerne den Arm in die Luft, stabilisiere dich und öffne, schließe deine Beine. Du kannst jederzeit beschließen, dass du einfach nur die Position hältst und die Beinbewegung weglässt. Komme auf deine Knie, leg dich auf den Bauch. Wir machen weiter im Unterarmstütz. Also komm schon mal auf die Knie und dann häng dich aus. Tap nach unten, abwechselnd rechts und links. Tap, tap, Bauch schön fest anspannen, Schultern weg von den Ohren. Sollte bei dir die Kraft nachlassen im Oberkörper, dann lass die Knie gerne für einen Moment einfach nur am Boden sitzen, ansonsten mach noch ein paar Mal weiter. Halte durch, du hast es gleich geschafft. Jetzt komm runter auf die Knie, leg dich ab, atme durch. Sehr gut. Wir gehen gleich in den Seitstütz auf der anderen Seite, also dreh dich um. Dein oberes Bein ist wieder vorne, Füße flexen und die Füße direkt hintereinander andocken. Hüfte anheben, Arm anheben oder die Hand vor dir am Boden lassen. Öffne, schließe deine Beine wie eine Schere. Auf und zu. Komm langsam wieder nach unten, nochmal auf die Unterarme. Häng dich nochmal aus in der Unterarmstützposition, Beine öffnen, schließen. Alright, und jetzt hast du es geschafft. Leg dich nach unten ab. Komm raus aus den Schlaufen. Setz dich nach hinten in den Fersensitz, dehne dich für einen Moment.
dann langsam nach oben aufrollen. Dreh dich einmal um und hänge dich jetzt mit einem Fuß mit der Ferse in beide Schlaufen ein. Der andere Fuß bleibt am Boden stehen. Schau, dass du dein THX-Bein ausstrecken kannst, dass du etwas Platz hast. Hüfte geht auf und ab. Und du hast hier zwei Varianten. Variante 1, dein Fuß bleibt am Boden. Oder etwas intensiver, dein zweites Bein ist angehoben in der Tischposition. Spüre, wie deine ganze Körperrückseite arbeitet. Leg dich ab und kreuze dein linkes Bein über das rechte. Wir dehnen die Beinrückseite, den Po. Zieh dein THX-Bein mit den Händen zu dir. Flexe deinen gekreuzten Fuß. Und dann wechsel die Seite. Dein zweiter Fuß kommt mit der Ferse in die beiden THX-Schlaufen. Hüfte auf und ab. Variante 1, dein freies Bein steht am Boden. Oder Variante 2, Bein anheben in die Tischposition. Letztes Mal. Leg dich ab und kreuze dein rechtes Bein über das linke. Zieh mit den Händen deine Beine wieder zu dir. Flexe den Fuß am gekreuzten Bein. Langsam wieder lösen. Richte dich auf. Setz dich ganz bequem hin, kreise ein paar Mal deine Schultern und atme mit mir zum Abschluss nochmal ein und aus. Ganz tief Luft holen und lösen und noch einmal Hände oben aneinander legen. Ich hoffe, dieses THX-Workout hat dir gut getan. Bis bald wieder.